Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr vielleicht sehen könnt, sind wir in altbekannter Umgebung. Wir haben nämlich noch immer und wirklich, wir haben einfach 1000 Jahre gefühlt in 2 Wohnungen. Die alte Wohnung, und die ist ja noch nicht gestrichen, wie man sieht. Und unter anderem wegen sowas sind wir jetzt nämlich hier, weil wir sauber machen wollen und Löcher verputzen, Dübel ziehen, streichen und so. Aber erstmal müssen wir was essen, weil wir nicht großartig gefrühstückt haben. Wir haben uns, was hast du dir geholt? Ein Brötchen. Ich habe mir einen Salat, der verschwunden ist, und Wassermelone geholt. Und wir machen jetzt erstmal schönes Essen. Und ich habe gerade zu Tim gesagt, er hat meinen Vlog gesprengt oder das, den Inhalt. Eigentlich wollte ich ein Video machen. Jetzt, das werde ich auch. Mir fällt gerade auf, ich habe das Stativ vergessen, aber das wird auch so gehen. Wie wir hier so sauber machen und irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten vollführen. Aber vielleicht können wir auch einfach das Video dazu nutzen. Dann musst du jetzt aber neben mich kommen, wenn wir was erzählen wollen. Dass wir was erzählen wollen. Um etwas zu erzählen? Ich bin schon mal dabei. Mhm. Und zwar hat dieser nette Herr hier neben mir heute Morgen, nachdem wir keinen Kindergarten gefragt haben, entschieden, jo, wir fahren jetzt hier nicht zur alten Wohnung. Ich dachte mir so, was geht jetzt ab? Und wir sind halt einfach an einen schönen See gefahren, wo wir schon mal waren und so. Also wir kannten das, die Stelle und so. Und ich habe einfach gerade einen Antrag gekriegt, womit ich echt nicht gerechnet habe, worüber ich mich sehr gefreut habe und immer noch sehr freue. Und ja, dementsprechend gibt es jetzt kein Zurück mehr. Das ist doof, ne? Ja. Sollte ich dir denn zeigen, oder was? Na, keine Ahnung, ist mir egal. Okay. Ich wusste nicht, ob du das machst oder nicht und willst oder nicht. Kennt man das gut? Der ist schief, ne? Du bist auch schief. Du bist auch schief. Das ist der Ring. Und ich habe auch dann ziemlich zeitnah gesagt, das ist genauso, wie ich mir, also zum einen der Antrag, aber zum anderen auch der Ring, wie ich es mir mal vorgestellt habe. Ja, ich freue mich voll. Mich auch. So, und jetzt gibt's Putz-Action. Erstmal essen. Ja, aber das filmen wir ja nicht. Thank you.
dieser Farbalarm mit der qualitativ minderwertigen Farbe, wie sehe ich denn aus? Ich wette, ich sehe in den ganzen Zeitraffern auch so aus. Alle geworden ist. Ich habe allerdings schon ziemlich viele kleine Stellen überstrichen. Haben wir jetzt nochmal gute Farbe geholt und zwar relativ viel, weil das halt hier nicht so gut gedeckt hat, aber es war ja eh nicht genug. Alle anderen Wände, wo es schon getrocknet ist, die sehen so perfekt aus, aber hier für die farbigen Wände brauchen wir jetzt, ich habe die teuerste Farbe und die am krassesten deckendste Farbe genommen, die es gab. Ich habe für, wie viele Liter sind das? 8 Liter Farbe, 45 Euro bezahlt. Aber gut, es soll halt, also ich will halt nur einmal streichen und nicht zweimal drüber streichen müssen. Und ja, ich glaube, sowas kann man immer mal gebrauchen. Wenn ich es aufkriegen würde, ich würde ja mal reingucken. Jedenfalls ist Tim jetzt mit dem Auto voller Sachen vom Dachboden. Okay. Es riecht halt nach normaler Farbe, sieht aus wie normale Farbe. Tim hat das Auto nochmal voll Sachen geladen, weil der Dachboden ist ja immer noch nicht leer geräumt. Das dauert wohl auch noch ein Stückchen. Wir haben nämlich da so viel Zeug noch. Ist er jetzt in die neue Wohnung gefahren und bringt es dort in den Keller. Und ich streiche hier jetzt weiter und hoffe fertig zu werden. Ich habe ihm 1,5 Stunden gegeben, da müssen wir Karl abholen. Und ich hoffe, dass ich in der Zeit fertig werde mit der ganzen Wohnung. Das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ihr gesehen habt, bin ich nicht fertig geworden. Das machen wir morgen. Wir müssen morgen also nochmal malern und sauber machen und durchwischen. Hoffentlich ist dann die Wohnung auch wirklich komplett soweit fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.